Weiter geht's mit den Orden aus der Johto-Region, mit dem dritten, der Basisorden aus der Pokémon-Arena von Dukatia City, der von Bianca verliehen wird. Wie gesagt, üblicherweise die dritte Herausforderung für Trainer in der Johto-Region. Und so wird damit das in den Spielen und in dem Anime und auch im Manga durch einen Kampf gegen Bianca verdient. In der zweiten Generation verstärkt dann der Basisorden den Initiativewert des Pokémon oder der Pokémon des Trainers sowie Attacken des Typs Normal. Und zusätzlich erlaubt der Basisorden dem Träger in den Spielen auch die Benutzung der vierten vor allem Stärke außerhalb eines Kampfes, was bedeutet, dass er Felsbrocken mit Hilfe von Stärke verschieben kann. Und zum Aussehen, für mich sieht es zwar aus wie ein Spiegelei, aber es soll eigentlich mehr einem Vorfahrtsstraßenschild ähneln. Ist aber vermutlich eher einem schlichten Diamanten nach.